So, und damit wieder ein herzliches Zurück und Willkommen zu Watch Dogs und natürlich in unserem neuen Versteck hier von unserem Special Agent Aiden Pierce. Ja, unser altes Versteck wurde ja leider entdeckt und auf bestialische Art und Weise von uns weggerissen. Ja, wir wurden einfach richtig überfallen. Ganz einfach und schlicht gesagt. Also das Auto nehmen, tun wir mal weg hier, nehme ich mir das. Das sieht mir schon eine Spur schneller aus. So. Kommt direkt vorfahren? Wahrscheinlich nicht. So, Brücke, komm her. So, machen wir mal die aus. Weil ich guck mir erstmal im Nachhinein an, wie es dann überhaupt so mit dieser Musik bestellt ist. Oder ich mix andere unten runter. Mal schauen. So. Erstmal muss ich neues CTOS irgendwie hacken, glaube ich. Habe ich so das Gefühl, dass uns noch einiges bevorsteht, weil wir sind erst in Akt 2. Ich habe keine Ahnung, wie viele Akte es überhaupt gibt. So, ich bin hier und ich muss dahin. CTOS-System natürlich, war ja irgendwie schon klar. Oh, was haben wir hier? Ein fixer Auftrag? Na, nee, gar keine Lust. Nee, nix fixer Auftrag. Ist ja nix so gut. Jetzt nicht Zeit, nicht Lust. So. Egal. Ich sehe hier einige Autos, die mir gefallen würden. Auch privat. Huch. Nahpreisvernetzung. The Wards. CTOS Kontrollzentrum. Schon kommt wieder diese mystische Musik. Mach mal was? Nein. Ich bin doch gar nicht da, Mensch. Wieso schießen die schon? Ist doof. Schreib mal aus, Aiden. Aha, Sperrgebiet. Geh mal dran vorbei. Was? Die haben jetzt schon Granaten zu mir geschmissen, sie bescheuert? So, irgendeiner steht. Oh nee, die sind ja echt schon alle auf der Lauer jetzt. Das ist doch doof. So, ich brauche irgendwas. Ne, AK, was ist das? Ne, Pistole brauche ich nicht. So eine AK wäre jetzt geil. Ich glaube, da war schon, ja, dafür die beste AK-47, alles klar. Nehmen wir die doch mal. Na, da war da einer. Wie verletzt. Kaputt hier. Hilfe, wir haben meine Ruhe. Na, oh! Hecken! Hey, wir brauchen noch ein paar Leute! Schon dabei! Ah, nee, jetzt kommen sie doch tatsächlich noch mit mehreren Leuten an. Na, kommst du her! Ich war jetzt immer so fertig. Ja, du hast auch alle Zeit der Welt und... Oh, je, je, je. Was? Wo? Wie? Wo kam der jetzt her? Auf ein neues. Oh yeah, was haben wir da? Beauty Pay... Parlor? Parlor? Keine Ahnung. Egal, ist ja auch wurscht. Hallo, mein Freund. How is it you? Nein, nicht das Tor aufmachen. Das ist nicht normal. Denn ich wollte eigentlich direkt die Kamera haben, um mal so ein bisschen zu gucken, was mich hier so erwartet.
Feuer mal durch den ganzen Laden hier. Kommt mir bekannt vor. Schaltkasten. Direkt mal den Alarm auslösen. Machen wir die Leute jetzt erstmal ein bisschen verrückt. Das Tor geht auch mal auf. Huch! Ja, ich verbiebsch! Der Gabelstapler müssen wir jetzt nicht machen. Was, wer kann Verstärkung rufen? Der Eumel. Was ist das hier für ein Düftel? Hat mich jetzt überhaupt jemand gesehen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann schon mal einen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo die ganzen Leute rumlüppen. Hast du jetzt die Leiche gesehen oder was ist los? Ist das? Das kommt mir komisch vor. Da! War aber knapp, du. So, laden Sie den Zugangscode herunter. Hier war doch auch gerade noch jemand drin, oder nicht? Aber hier sind doof. Habe ich nicht hier gerade jemanden reinfahren sehen, reingehen sehen? Ja, ist egal. Nein, steckt da ein Wäffelchen weg. Ach so, ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Da hinten lauern sie jetzt natürlich alle. Die Reaktion war gut. So, die Waffe nehmen wir mal. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Stehen jetzt alle genau hinter dem Fahrzeug. Alter, doof jetzt. Gabelstapler kann ich benutzen. Steckt die Waffe weg, Kollege. Muss ich da hoch? Irgendwie hat das jetzt gar nichts gebracht. Na, wenn ich den hier aktiviere, ist doch total Schwachsinn. Dann kommen sowieso alle. Kann der mich direkt sehen, wenn ich da lang gehe? Ich versuch's einfach mal. So, er hat mich zwar gesehen, aber so richtig. Irgendwie auch nicht. Was geht da jetzt wenigstens einer hin? Ja, gehen, gehen. Ich schau mir das mal an. Ja, bitte. Bitte schauen Sie sich das mal an, Herr Kollege. Das war doch schon mal sehr schön. Das ist mal ein bisschen professioneller, ne? So, jetzt steht hier eigentlich nur noch einer. Ne, zwei. Ne, drei. Oh, die gucken sich auch gegenseitig an. Mal gucken, wer hier drauf reagiert. Ah, der Typ. Ja, komm. Verdächtiges Objekt gesichtet. Ich check das mal. Scheiße, wann ist das passiert? Finden wir ihn los!
Na und jetzt hab ich dich, hab ich dich. Nein, 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 nein. Verdammt. Ich dachte, ich hab den Shit. Oh nee, er ruft Verstärken. Schnell. Nein, komm her! Und, hab ich's geschafft? Nein, ich hab's nicht geschafft! Ich war eine Sekunde zu spät, ey! Was war das denn? Shit! Was denn jetzt? Wann ist denn der gestorben? Auf ein neues. Jetzt vertuschen auf. Das ist ja schon mal nett. Guten Tag. So, ich guck einfach mal auf mein Handy. Ich kann den sprengen. Okay, keine Panik. Das muss man doch entschärfen können. Ja. Wo kommt das denn her? Kann man irgendwie nicht. So, da haben wir uns mal den Zugangscode direkt geholt. Tor will ich zumachen, was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Egal. Ja, jetzt gehen sie alle zu den Kapotten hin. Ja, komm, mach nochmal die Gabelstapler. Ja, Leute, sein Handy hat sich aufgelöst in nichts. Jetzt sind sie natürlich alle hier. War ein bisschen blöd jetzt. Aber egal. Die verstreuen sich gleich wieder wie wacker, wacker kleine Ameisen. Die sind echt alle da drin. Warum? Warum macht ihr sowas? Seid ihr bescheuert? Ist ja witzig. So. Und nehmen wir mal den Lift jetzt. Jetzt sind sie ja eh alle da unten. Ja, das war eine schöne Ablenkung, also totaler Quatsch. Ja, ich habe es mir einfach mal angeguckt. Warum muss ich mir das eigentlich immer angucken? Ablenkung ist Ablenkung, ist mir total egal, wie ich die ablenke. Jetzt muss ich aber erstmal wissen, wie komme ich denn da unten? Was, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss doch runter. Ich dachte, man muss hoch. Ich könnte auch einfach einen Wagen nehmen und alle überfahren. Wäre natürlich auch eine Maßnahme, aber nein. Ich möchte mal mit ein bisschen mehr Stil daran gehen. Das ist nicht normal. Der nächste. Machen wir mal Tor zu. Welchen Gabelstapler nehmen wir denn? Nehmen wir erstmal den hier vorne.
Mal gucken, vielleicht kommt noch jemand. Kommt einer? Ja, es kommt einer. So, muss ich mich. Sieht er mich? Ja, der könnte mich sehen. Ja, der sieht mich auch von vorne, das ist doof. Ach, was härter als ich. Mist, haben sie mich jetzt alle gesehen, wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, haben sie mich. Ich brauche Hilfe! Ja. Kriegst du nicht. Na. Ein bisschen professionell sind wir rangegangen, aber leider nicht professionell genug. Sei es drum. Ja. Weißt du, das ist auch toll. Ich stehe vor irgendwas und der klettert mal einfach hoch. Shit, wo kommen die denn her? Verdammt. Bitte was? Nein, ich hab nicht ausreden lassen. Sowas aber auch. Verdammt, ist der direkt hier hinter? Hallo? Jemand kann dich echt nicht leiden. Haben die sich jetzt selber weggesprengt? Das ist ja auch nett. Danke. Verdammt, ich sehe gerade gar nichts. Da ist er. Da ist noch einer. Welcome to the club. Der niedergeschmettert. Da hinten war doch auch noch einer. Irgend so ein Fregel lief da noch rum. Ah ja, komm, werf mir mal was entgegen, ey. Ah, verdammt. Von wo kam der denn jetzt? Ach, direkt hinter den Gabeldings hier. Nicht hinter den Gabelstapler, sondern hinter den Paletten. Verdammt. Einer ist noch übrig. Jawohl, weg ist er. Bedrohung ausgeschaltet.